Ich habe jetzt da wegen einem größeren Ringschirm, darum habe ich da einen stabilen Ständer gebraucht. Da habe ich jetzt eine ganz einfache Betonplatten mit 5 cm, 40 cm Schenkellänge. Die habe ich mir zusammengeschweißen. Die Kappen gibt es fertig, die habe ich nur wegen angeheft. Das Rohr auf so eine Platten draufgeschmissen mit Wick und ist da noch ein Flacheisen drin. Mal schauen, ob ich es da noch bringe. Ah, die sind hübsch schwer. Da sieht man es. Da habe ich ein wenig das Wick fräsen müssen, weil das Eisen hat 5 cm. Und die Platten hat 5 cm. Jetzt hat das ein wenig gekippt und hat gleich dann so ein Eck weggebrochen. Mit einer Hand bringe ich es jetzt gar nicht rein. Aber das seht ihr, wie es ausschaut. Das ist ein Durchgehenseisen und die zwei Sticker links und rechts dran geschmissen. Das und das. Abdeckung drüber. Stabiles Rohr. Bei den fertigen, die haben dann aber so ein Kurzrohr. Und da kannst du bei so einem großen Schirm passieren, dass du den einfach außerhebt. Wie und segelt fort. Und das ist eine stabile Sache geworden. Da muss ich jetzt noch einen zweiten bauen, weil da habe ich noch einen alten Ständer. Der ist auch nicht schlecht, der ist stabil. Gefällt mir allerdings jetzt von der Optik nicht mehr. Wenn ich noch denselben gekriegt hätte, dann hätte ich da auch einen Herd. Weil wir haben da zwei Sonnenschirme, dass alles abdeckt. Und jetzt muss ich da noch einen zweiten machen. Ich finde, das war die einfachste Sache. Da haben jetzt ungefähr Materialkosten drauf. Gut, das Vierkantrohr, das ist ein 30x50. Das habe ich noch geholt. Das, wenn du kaufen musst, kommst du wahrscheinlich so auf eine Summe für zwei Ständer 200 Euro. Knapp. Ja, so 200 Euro in etwa. Also, man kann sich einen günstigen kaufen, aber die haben mir nicht passt. Jetzt haben wir einfach da den gemacht. Weil das zeigt den sonst keiner. Das zeigt den nur der Spangler Franz. Wenn ich mir heute einen Schirmständer mache, weil ich habe mir nichts Gescheites nicht gefunden. Jetzt habe ich da aus Edelstahl, habe ich so ein richtiges Rohr, das hat 5x3 cm, Wandstärken 2 mm. Habe ich mir jetzt ein Ohr durchgehend runtergeschnitten. Ich möchte das mit Beton Terrassenplatten belegen,
Die haben 5 cm in der Stärke und haben 40 Schenkellängen. 40er 40. Jetzt passt er da genau dann eine ein. Jetzt habe ich es einmal runtergeschnitten, ein durchgehend. Das hat dann quasi 84, weil ein bisschen habe ich am Luft dazu gegeben, einen Zentimeter. Und zwei kurze, die haben jetzt dann 40,5. Natürlich habe ich bei einem einen Rechenfehler drin gehabt und haben so einen Zentimeter zu kurz runtergeschnitten. Und habe gerade sehr viel Material nicht mehr. Jetzt muss ich da einen Zentimeter wieder dran schweißen. Das fällt dann nicht mehr auf und dann habe ich wieder meine Originallänge. Und schon habe ich meinen Murks wieder ausgeglichen. Das verschweiße ich jetzt dann noch mit dem Wickgerät. Ich helfe da gerne an die Ecken, weil da kann man es recht schön verlaufen lassen. So, jetzt muss ich da noch eine Runden aufschweißen. Das ist quasi der Ständer, wo dann der Schirm reinkommt. Und dann habe ich so eine normale Runden. Die deckt dann um einen Schweißlauf ab. Und Steiner auch ein wenig das Eck. Ich muss jetzt gerade ungefähr mal ein wenig draufsetzen. Ja. Jetzt kann das mit Schutzgas. Ja, tun wir jetzt auch. Oder? Nein. Haben wir gleich mit Licht. Ist ja wurscht. Eine Masse. Ja, was ist denn da los? Also da klebt der so. So, jetzt müssen wir das ganze Zeug einmal putzen. Hallo. Ich habe da so Edelstahlbürsten, das ist natürlich super. Bei denen aber bitte immer mit Schutzbrille, weil da können sie kleine Stäbe lösen. Und das ist nicht gut. Jetzt war es natürlich einfacher gewesen, wenn ich das vorher geputzt hätte, bevor ich das dran geschwossen habe. Aber naja.
Was man nicht vergessen darf, ist, dass man da ein Loch reinbohren. Weil rum kommt doch ein wenig Wasser rein und das bleibt auch dann drin stehen. Jetzt muss man da hübsch genau ein Loch reinbohren. Da gehen jetzt noch neue. Da kann jetzt Wasser raus. So, das ist jetzt der fertige Ständer. Da haben jetzt dann die Betonplatten drin. Da ist mir jetzt natürlich ein Missgeschick passiert, ist mir eins abgebrochen, ein Eck. Bei den anderen habe ich dann das rausgeschliffen, weil das ist natürlich ganz knapp eingegangen. Die werden ihn austauschen. Unter die Platten habe ich jetzt quasi da am Eck so ein kleines Stück Gummi eingelegt, weil da ist, da gibt es natürlich, deswegen ist mir auch da das Eck weggebrochen. Der Ständer, der passt jetzt ganz genau, also da kann man jetzt einen Schirmständer sauber eintun. Da habe ich jetzt dann zwei Stück. Die deckt die ganze Fläche, deckt die so. Da ist jetzt überall der Schatten, je nach Bedarf. Weil das zeigt den sonst keiner. Das zeigt den nur der Spengler Franz. Das ist der Gummi.